Der Changpeng Zhao, der CC, erwartet ja sein Urteil am 23. Februar. Ja. Das hat man jetzt verschoben auf den 30. April. Mhm. Einfach so. Keiner weiß warum. Also jedenfalls konnte ich das nicht genau rauslesen. Eventuell hat das etwas damit zu tun, dass auch sein Urteil möglicherweise verschoben werden soll. Also seins verschiebt man wegen ihm, damit der Schaden nicht so groß wird? Könnte sein. Man will erst mal dem Sam Bankman-Fried ein bisschen Luft verschaffen. Der Hintergrund ist folgender. FTX ist ja pleite. Mhm. FTX hat aber nichtsdestotrotz eine ganze Menge Assets in Form von Coins, in Form von Token, in Form von Unternehmensbeteiligungen. Und in Verbindung mit dem sehr positiven Markt, wie er sich entwickelt, werden natürlich diese Assets von Tag zu Tag wertvoller. Und da kam das für ihn zuständige Gericht auf die Idee, da könnten wir eigentlich mal das Urteil etwas später verkünden, weil dann haben wir mehr Zeit gewonnen, um über die Wertsteigerung dieser Assets quasi die Konkursmasse zu erhöhen, um damit die Geschädigten, die geprellten Anleger in einem höheren Maße zu entschädigen. Damit wird, Stichwort Schaden, der Schaden geringer. Und mit geringer werdendem Schaden wird dann auch eventuell die Strafe deutlich niedriger. Und worüber sprachen wir in dem letzten Video, wo wir über Sam Bankman-Fried gesprochen hatten? Was stand da noch im Raum? Ich meine, ich will es jetzt nicht falsch machen, aber war das nicht zweimal lebenslänglich? Oder? 28. März sollte das Urteil verkündet werden und er ist in allen Punkten ja schon schuldig gesprochen worden. Es ging nur noch darum, das Strafmaß festzulegen und man sah vor bis 115 Jahre. Mhm. Das könnte jetzt mit einer solchen Entwicklung, man guckt erstmal, wie viel bekommt der CC, dann weiß man ungefähr, wie man das einordnen kann. Dann guckt man, wie groß ist der Schaden, der noch entstanden ist und man geht davon aus, dass vielleicht sogar der komplette Schaden ausgeglichen wird. Und dann kann man sich natürlich hinstellen und kann sagen, naja, es ist ja nicht viel passiert. Aber ein Freispruch wird das nicht. Naja, aber der Unterschied zwischen 115 Jahren und 15 Jahren, der macht bei einem Menschen, der 30 Jahre alt ist, schon eine ganze Menge aus. Und da kann man echt nur sagen, super, wenn man ein Netzwerk hat, das mitdenkt und mitmacht.